Granit. Das ist das härteste Material für einen Bildhauer. Da muss jeder Schlag muss da sitzen. Und deswegen ist das mein Material. Granit ist einfach ein lebendiges Material. Man muss ihn lieben, man muss ihn mengen. Man muss fast eine Beziehung eingehen mit dem Granit, dass eine Skulptur richtig gut wird. Wenn man gegen einen Granit arbeitet, dann wird das nichts. Das ist, jedes Projekt ist da zum Scheitern verurteilt. Meine Themen sind oft, was mich halt auch gerade berührt. Oft ist jetzt da der Rechtsextremismus. Wenn man in solche Themen eindringt wie den Holocaust, dann wird es natürlich für viele kritisch. Und die sagen natürlich, bitte lass doch das einmal ruhen, lass es einmal gehen. Aber das geht nicht. Wir müssen gegen das vergessen kämpfen. Hier stehen wir vor meinem Werk und doch eins. Das ist auch ein Werk gegen den Rassismus. Es symbolisiert die 5 Kontinente, die aus einem Stein geschlagen sind. Die Symbolik ist, dass keine überlegende Rasse gibt. Es sind alle gleich. Man muss richtig süchtig sein, nach Kunst zu schaffen und auch mit Stolz zu arbeiten. Wenn man 2-3 Tage nichts da hat, dann wird man unruhig. Man fiebert der Sache entgegen, man braucht irgendwas. Und bis man dann wieder ein Werk angefangen hat und dann daran arbeitet, dann ist man wieder und geht es einem wieder gut.